Tischtennis ist eine Sportart, die vielleicht jeder schon mal irgendwo gespielt hat, sei es im Urlaub oder in der Jugendgruppe. Und dass man tatsächlich diese geringe Schwellenangst nutzen kann, um tatsächlich ganz viele Menschen für unseren Sport zu gewinnen. Ein Sport, den man wirklich ein Leben lang ausführen kann und der ganz viele Menschen ganz viele Freude auch im hohen Lebensalter erbracht hat. Zunächst einmal haben wir uns mit unserem Konzept Gesundheitssport Tischtennis in erster Linie um Erwachsene ab dem 30. Lebensalter bemüht, dass wir genau sagen, diesem schleichenden Prozess entgegenzuwirken, und sind aber jetzt inzwischen auch angehalten, Konzepte zu entwickeln für Kinder und Jugendliche, weil auch Diabetes 2 inzwischen auch schon Einzug gehalten hat, genauso wie die Fettleibigkeit von Kindern, wo man versucht, gezielt mit Ernährungs- und Bewegungsprogrammen entgegenzuwirken. Fitness sprechen, dann sind die Begrifflichkeiten von Ausdauertraining, Koordinationstraining und von Kräftigungstraining von besonderer Bedeutung. Und unser Kurskonzept Gesundheitssport Tischtennis hat sich des Themas Herz-Kreislauf-Training mit Schläger und Ball verpflichtet. Mit diesem Herz-Kreislauf-Training haben wir eine wissenschaftliche Studie durchgeführt, gemeinsam mit der Universität Magdeburg, und wir sind entsprechend zertifiziert worden. Wir sind so gut damit wie die Walker, können also auch ein nachhaltiges Ausdauertraining gestalten. Dafür sind wir mit dem Siegel Sport pro Gesundheit, das die Bundesärztekammer gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund entwickelt hat, zertifiziert worden, und solche Angebote können auch von Krankenkassen finanziell unterstützt werden. Man kann mit unseren Spielgeräten entsprechende Übungen gestalten, die zur Bewegungssicherheit im Alltag führen. Man kann aber auch mit allgemeinen Übungen ganz speziell die koordinativen Fähigkeiten wie die Gleichgewichtsfähigkeit oder die Reaktionsfähigkeit entsprechend schulen. In unserer Sportlandschaft hat sich in den letzten 20, 30 Jahren etwas entwickelt. Wir haben bisher im Tischtennisbereich fast nur den klassischen Wettkampfsport gehabt, aber die Bedürfnisse unserer Teilnehmenden geht auch hier mehr zur Gesundheitsorientierung, sodass wir versuchen sollten, neben unserem allgemeinen Wettkampfangebot für Kinder, Jugendliche und für Erwachsene auch Angebote machen für Freizeitsportler und Gesundheitssportler, sodass wir nach und nach Gesundheitssportgruppen und Freizeitsportgruppen in unserem Verein integrieren können. Empfohlen werden dazu die Ausschreibung von Gesundheitssportkursen, um bisher Teilnehmende an den Verein heranzuführen, die noch nicht als Mitglieder in der Tischtennisabteilung gewesen sind, und dann ihnen die Gelegenheit zu geben, die weiteren Angebote des Sportvereins wahrzunehmen.